Frisch erstellte Datendateien enthalten zunächst nur einen Papierkorb sowie einen Suchordner. So erstellen Sie zusätzliche Ordner. Klicken Sie den Ordner mit der rechten Maustaste an, der einen Unterordner erhalten soll, in diesem Fall also die Datendatei höchstpersönlich, und wählen Sie Neuer Ordner. Achten Sie darauf, dass im Ordnerbaum auch der richtige Ausgangspunkt markiert ist. Der neue Ordner wird unter dem markierten Objekt erstellt. Geben Sie dem Kind einen Namen. Wenn Sie Nachrichten aus dem Postfach in diesen Ordner auslagern möchten, klicken Sie jetzt auf OK. Falls Sie andere Outlook-Elemente darin aufbewahren wollen, wählen Sie aus dieser Liste den passenden Ordnertyp. Und sollten Sie die rechte Maustaste gerade verlegt haben, finden Sie im Register Ordner ein Symbol, das Sie per Linksklick zum selben Dialogfeld bringt.